Bekommst du auch Gürtel, wenn du No-Gi-Jiu-Jitsu machst? Das hängt mega fest von deinem Trainer, deiner Lineage ab. Ich persönlich mache das so. Ich verleihe Gürtel im BJJ, auch No-Gi, im MMA, im Boxen, im Muay Thai, haben wir ein Graduierungssystem. Ich finde das extrem wichtig und wertvoll. Hört, das ist für viele fast ein Sakrileg, besonders im Boxen und Kickboxen oder im Muay Thai. Aber weißt du, das Gurtsystem selbst ist noch nicht so alt. Knapp über 100 Jahre hat Jigoro Kano das einfach eingeführt und erfunden, als Unterscheidung zwischen Anfängern und Fortgeschrittenen, weil er als Pädagoge herausgefunden hat, das ist mega cool. Die Leute haben etwas wie gute Schulnoten, oder? Niemand würde dich dafür verachten, wenn du eine gute Schulnote und einen guten Abschluss willst. Und in der Kampfkunst sehe ich das ähnlich. Und ich benutze ganz bewusst Gürtel, weil das ein anerkanntes und etabliertes System ist. Jeder weiß, was es bedeutet, einen Schwarzgurt zu haben. Also mache ich genau das gleiche System. Und das machen inzwischen auch im No-Gi-Grappling ist das schon sehr verbreitet. Das machen mega viele, explizit auch mit Gürteln. Andere machen es anders, aber es ist komisch, wenn du jemandem sagst, ich bin ein violettes Shirt im 10th Planet System. So, okay. Klingt, hat nicht denselben Klang wie ich bin violett Gürtel. Und deshalb mache ich das so mit Gürtel. Und ich finde, ey, auch im Boxen, auch im Ringen von mir, also ich unterrichte kein Ringen, aber im Boxen, im MMA, im Muay Thai, da sollst du auch, sollst du deinen Schwarzgurt kriegen können und sollst dich, wenn du gut genug bist und die Kunst gemeistert hast, Schwarzgurt nennen dürfen. Deshalb mache ich das in meinem System so und explizit mit Gürteln.